Herzlich willkommen, liebe Künstler, Künstlerinnen und liebe Gäste. Na, du alter Schwede, das ist eine bekannte Redewendung. Manchmal sagt man es als Ausdruck des Erstaunens, ein andermal auch als scherzhaft gemeinte Empörung, wie mein lieber Schwan. Oder man braucht es unter Freunden im Sinne von Kumpel. Na, du alter Schwede. Letzte Woche Bedeutung kommt dem Ursprung der Redewendung, der im Dreißigjährigen Krieg zu finden ist, wohl am nächsten. Damals hatten die Preußen erfahrene schwedische Soldaten zu Hilfe geholt und sprachen diese respektvoll, bewundernd mit alter Schwede an. In unserem Fall dürften wohl alle drei Bedeutungsebenen gleichzeitig zutreffen. Die Kunstwerke stehen alle in einem auf Respekt basierenden kollegialen Dialog miteinander. Es gibt keine Zerstörung, es gibt keine Zerstörung, kein aggressiv provokantes Kontra. Doch es gibt viele überraschende und auch humorvolle Dialoge. Fischen ist ein elementarer Berufszweig, jahrhundertelang, sagt Margot Beer aus Saarbrücken, die immer schon fasziniert ist von der gemeinsamen und elementaren Arbeit, die Fischer tun. Weiter schreibt sie in ihrem Konzept: Fischen in denselben Wassern, an allen Küsten, auf allen Kontinenten. Sie stellt dem locker gemalten Ölbild des schwedischen Künstlers, das Fischer beim Sortieren ihrer Netze im Morgenlicht zeigt, ihr Bild Shorelines mit einem ähnlichen Motiv im gleichen Format zur Seite. Das Foto von ihr an einem Strand in Vietnam aufgenommen, ebenfalls im diffusen Morgenlicht, ist auf das Wesentliche reduziert. Violett und Blau im Siebdruck darüber gesetzt, übersteigern die Lichtwirkung. So findet das existenzielle Tun der Fischer seinen Ausdruck vor allem in der puristischen Bildsprache, in der die beiden Rückenfiguren kontrastreich vor der Weite des Meeres gezeigt werden. Margot Beer gelingt ein intimer Blick auf anonym Fischende mit universeller Gültigkeit. Fischen, ein Broterwerb, weltweit und seit Urzeiten. Essen ist ein Thema, das die ersten drei der vorgestellten Dialoge miteinander verbindet. Essen ernährt uns auch im doppelten Wortsinn. Esskultur verrät uns viel über gesellschaftliches Miteinander und es ist das zentrale Thema von Anja Roth, das sie oft auch gemeinsam mit der Fotografin Sabine Mader bearbeitet. Beim Essen herrscht Frieden, hieß zum Beispiel einmal eine Installation von ihr, oder aktuell arbeitet sie an Foodporn. Anja Roth, die zugleich auch Kuratorin der Ausstellung und hier zu Hause ist, hat sich selbst aus den 30 Werken, die sie aus dem riesigen Konvolut von Arno Moor herauswischte, das Porträt eines jungen Mädchens auf einem Stuhl sitzend ausgewählt und daraus eine mehrteilige Installation geschaffen. Gunilla frühstückt heißt ihre Arbeit im Gedenken an Astrid Lindgren. Dem pubertierend und etwas zurückweisend reinschauenden Mädchenporträt serviert sie etwas. Nicht nur, weil für sie Essen das zentrale Thema ihres künstlerischen Tuns ist. Anja erinnert sich beim Stichwort Schweden auch an ihre eigene Kindheit, an die Urlaube in Schweden, an das karge Frühstück dort. Sie fragt sich, was hält dieses Mädchen davon ab, zu lächeln und sich des Lebens zu freuen? Sie hängt Teller, Löffel, Messer in grafischen Variationen, zeichenhaft auf Acryl gedruckt, aneinandergereiht, überblendend vor das schwedische Gemälde. In diesem Künstlerzwiegespräch verschmelzen die so verschiedenen Werke zu einer neuen Erzählung und dabei offenbart die zeitgenössische Antwort viele Fragen. Nachdem Sabine Mader aus München im vergangenen Jahr hier in dieser Galerie die Ausstellung Der gedeckte Tisch realisierte, überrascht es nicht, dass sie sich von Tellern, Sammlerstücken für die Wand, angezogen fühlte. Sie wählte zwei Teller aus, bemalt mit Fischen und Vögeln.
Ob da vielleicht weitere Motive waren? Sabine Mahler kam jedenfalls sofort ihr Thema vier Elemente in den Sinn. Schweden, Skandinavien, da denke ich an Schären, Natur, Meer, Wind und Weite, sagt sie. Die Fotografin überzog Porzellanteller mit Kopien ihrer Fotografien. Intuitiv griff sie Motive aus ihrem großen Fundus auf und so entstanden 13 Teller, von denen 7 hier ausgestellt sind. Wie aufsteigende Luftblasen an der Wand arrangiert, von einer zauberhaften Qualle ganz zum Fußboden hin, über erdige Gemäuer bis hin zu funkensprühendem Feuer und zur durch die Lüfte gleitenden Möwe ganz oben, fast unter der Decke. Eine poetische Hommage an die vier Elemente, die ebenso wie das Essen Grundlage unseres Lebens sind. Figur und Raum ist das Thema meiner Betrachtung in dem zweiten Part. Auch Rainer Negrelli aus Mannheim ist kein Unbekannter in dieser Galerie. Bekannt für seine dynamischen, oft auch farbigen Aktbilder, wählte er sich hier eine konstruktiv komponierte Hafenlandschaft in Schwarz-Grau-Violett-Tönen. Die formale Nähe der beiden fremden Bilder ist sehr deutlich bei diesem Paar. Umso verblüffender zu hören, dass seine Hafenmole unabhängig von der Begegnung mit dem schwedischen Bild entstanden ist. Seiner zeitgenössischen Industrielandschaft in schwarzer Tusche und mattgrauer Lackfarbe fehlt allerdings im Gegensatz zum schwedischen Pendant jegliche Figur. Luftig und offen der Vordergrund versperrt die blockhafte Industriearchitektur jeglichen Blick auf den Horizont. Das menschenleere Bild entstand während der Pandemie-Isolation, ist also ein Zeitdokument, das Rainer Negrelli aus einer größeren Serie, die er in diesem Sommer schuf, auswählte. Gegensätzlicher und rätselhafter als das heitere Bildnis lachender Frauen und das ungegenständliche weiße Liniengespinst ist keines der Bildpaare dieser Ausstellung. Ihre Gemeinsamkeit liegt im Inneren, nicht im äußerlich Sichtbaren. Franziska Keller aus Bremen begeisterte sich für ein Gemälde, das zwei exzessiv lachende und eine dritte uns abgewandte Person zeigt. Die Ursache der großen Heiterkeit bleibt offen. Die Entsprechung dazu fand die konzeptuell arbeitende Künstlerin vom Zufall geleitet in ihrem Atelier. Ihr Objekt ist von der Kuratorin auf einem kleinen Tisch vor dem Bild präsentiert. Es ist ein sogenanntes Tonfeld. Im rauen Holm ist eine schwarze Siebdruck gelassen. Dieser begrenzte Raum diente 2 Jahre lang zahlreichen Kindern als Spielfeld zum Gestalten mit Ton. Immer erneut dasselbe Feld. Es sind die zarten Spuren ihres freudigen Spielens, die Franziska Keller aufspürt und mit weißer Farbe verstärkt hat. Diese Arbeit spiegelt ein zentrales Prinzip der Künstlerin. Sie findet Linien in Material und Objekten und macht diese auf ungewohnte Weise im Raum sichtbar. Das Thema der Fotografin Vera Reschke aus Böblingen sind Menschen. Ursprünglich kommt sie von der Porträt- und Modefotografie. Hier macht sie das Bildnis einer kleinen Ballerina sich zu eigen. Die Tänzerin wird aus ihrem Malerischen ausgelöst und in die abstrakten, an Nordlicht erinnernden Bildwelten der Fotografin eingefügt. Inspiriert von der Haltung der kleinen Tänzerin, schafft sie eine Synthese aus Figur und Raum, die das Rätselhafte und Fragen nach dem Wo, Wie und Warum offenlegt. Dabei gelingt Vera Reschke mit ihrer ganz eigenen fotografischen Technik, die sie über viele Jahre entwickelt hat, eine Reihe von zauberhaft dynamischen Stimmungsbildern, in denen die Tänzerin aus dem Rahmen befreit, wie im siebten Himmel zu schweben scheint.
Eine Interpretation durch die Präsentation als schwebendes Mobile unterstützt. Erst die subtile Vielfalt dieser 30 Unikat-Fotografien der Serie Nord-Edition entfaltet das eigentliche Thema der Fotografin: Licht durch Bewegung im Raum sichtbar zu machen. Last but not least, in das Meer darf nicht fehlen, denkt man an Skandinavien. Manja Adamson aus Darmstadt liebt das Meer und hat sich ein ganz klassisches Seestück aus dem skandinavischen Fundus ausgesucht. Mit einem Schweden verheiratet, reist ihre Familie seit 20 Jahren jährlich nach Schweden. Doch die meditative schwedische Malerei erwidert sie mit einem Foto vom Atlantik und einer Toncollage. Hierfür hat sie Stimmen und Gedanken vieler Autoren zum Thema Meer gesammelt. Neben Gedichten und Liedtexten werden beispielsweise 21 Blautöne der RAL-Farbskala aufgezählt und ganz persönliche Gefühle und Gedanken von Menschen aus ihrem privaten Umfeld zum Thema Meer hörbar. Überraschend ist dabei, wie vielfältig die Äußerungen sind, lieben doch alle das gleiche Meer. Ihr eigenes Statement versteckt sie in dem für sie so bedeutsamen Atlantikfoto. Im Kontrast zum ruhigen schwedischen Meerblick dominiert darin die Dynamik des Wassers und der Wolken. Bewegung als Ausdruck der Vergänglichkeit, der Zeit. Eine existenzielle Erfahrung, die sich ganz besonders an den stetigen Brandungswellen erleben lässt. Ein Moment, der sich nur scheinbar in einem Bild festhalten lässt. Silvi Meyer aus Landau wurde von der stillen Traurigkeit eines ganz kleinen Ölbildes berührt. Das beige-graue Bild gibt zwischen streng geradlinigen Vertikalen den Blick auf ein winziges Paar am entfernten Ufer frei. Die Malerin sprengt die Stille des kühlgrauen Strandbildes vom alten Schweden. Sie verwandelt die Szene durch leuchtende Farben und expressiven Farbauftrag. Die dynamische Bewegtheit der Komposition und die gesteigerte Bildgröße schaffen ein vor Leben sprühendes Bild, das genaue Gegenteil der nordischen Traurigkeit. Zufall, dass auch ihr Bild Mein Weg zum Meer auf Erlebnissen an der Atlantikküste beruht? Yimeng Wu aus Berlin kommentiert ihre Bildauswahl folgenderweise: In diesem Jahr bin ich nicht viel gereist und das Bild brachte mir zumindest den Traum vom Meer, eine visuelle frische Abkühlung in den heißen Sommertagen. Ihre Begeisterung für diese schwedische Küstenlandschaft basiert auf den starken, frischen Farbkombinationen von Lila, Blau und Beige und den grafischen Formen, mit der die Steilküste der großen Karlsinsel ins Bild gesetzt ist. Mit ihrer Küstenlandschaft greift sie Farben und Formen des Vorbildes in ganz freier Annäherung auf, schneidet die einzelnen Elemente aus Papier aus und fügt sie zwischen zwei Glasplatten. Wie zum fröhlichen Fest scheinen die leuchtenden Farben und Formen im Raum zu tanzen, befreit aus der kubistischen Komposition, ein Ausbruch der Formen. Und tatsächlich können sie sich auch wirklich frei zwischen den beiden Glasscheiben bewegen. Nun, 8 Künstlerinnen und ein Künstler haben sich berühren lassen von den alten Schweden. Spannende und vielfältige Zwiegespräche wurden kreiert, die Anja Roth und Herbert Pauser zu einer lebendigen Ausstellung installiert haben. Wachküssen geht nur, wenn sich eine Beziehung findet, eine neue Anziehungskraft entsteht und Energie fließt, sagt Anja zu diesem Blind Date. In diesem Sinne hoffe ich,
dass auch ich sie nun ein wenig wach geküsst habe und sie sich von der Kunst berühren lassen. Denn hier mit der Kunst ist Kommunikation trotz Isolation möglich. Viel Vergnügen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier aus Essen. Viel Spaß mit der Kunst. Ich sage jetzt mal, liebe Ariane, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob sie mich hört, weil die Technik ja heute wirklich Schabernack mit uns treibt. Ich winke mal. Was tut sie? Sie tut nichts. Oh, das ist ganz okay. Danke.